Liebes Publikum, ein kleines Stückchen aus meiner Kindheit. Ich habe diese Noten gerade vor kurzem erst aus meiner Kinderkiste herausgekramt. Sie werden es vermutlich nicht erkannt haben. Es heißt ein kleines Duett. Mehr weiß ich darüber nicht. Aber was Sie ganz bestimmt erkennen, ist meinen Studiogast. Ich begrüße Lisi Fuchs, einen meiner Lieblingsgäste. Lisi, vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da bist. Danke, Christoph. Lisi, dass wir jetzt ausgerechnet ein Flötenduo für unsere Zuschauer gespielt haben, ist natürlich kein Zufall. Denn das hängt mit deiner Aktion zusammen. Du verschenkst an alle Tafelklassler dieses Landes, bitte stellen Sie sich das vor, alle Tafelklassler des Landes Salzburg, eine Blockflöte und die dazugehörigen Noten. Wie funktioniert das? Also ich hatte das Glück, Blockflöte zu lernen ab dem Kindergartenalter, ab dem vierten Lebensjahr. Und ohne die Blockflöte wäre ich heute nicht Dirigentin. Und dann hatten wir letztes Jahr Jubiläum, 15 Jahre Kinderfestspiele. Und ich habe über einen Mäzen mir einen Lieblingswunsch erfüllt, einfach alle Schulanfänger oder viele Volksschulkindern eine Blockflöte und ein Blockflötenheftchen, also das ist das Heftchen dazu, im Grunde zu schenken. Heuer ist es mit 5 Euro Selbstkostenbeitrag. Letztes Jahr haben über 5000 Kinder da mitgemacht. Heuer gibt es noch ein paar Restplätze. Es ist ein großes Lob an die Pädagoginnen und Pädagogen, die das Ganze in der Volksschule mittragen. Anmeldung läuft über die Kinderfestspiele. Es wird fantastisch angenommen. Die Kinder lernen einfach einen ersten Zugang, eine erste Möglichkeit, im Blockflöte spielen. Wenn man dann das Instrument liebt, muss man natürlich einen Einzelunterricht nehmen, aber für einen ersten Kontakt ist es so ein Projekt für alle. Im Vorjahr hast du wirklich sage und schreibe 6000 Flöten verschenkt. Das ist ja nicht irgendein ein asiatisches Plastik-Billigprodukt, sondern eine deutsche Markenarbeit aus Holz. Wie finanzierst du denn das? Also ist es eine Holzflöte in barocker Griffweise, made in Germany. Meine nicht, aber das ist schwieriger zum Spielen. Und wir haben das Glück, über Mäzene immer wieder solche Projekte als Start finanziert zu bekommen. Das war im ersten Jahr möglich. Da wurde es zur Gänze finanziert. Heuer ist dieser Mäzen ausgefallen. Und tatsächlich und deshalb suche ich die 5 Euro Selbstkostenbeitrag. Deshalb 5 Euro Selbstkostenbeitrag. Das gesamte Projekt kostet pro Kind mit Heft, mit Sackerl, mit auch Verwaltung. Muss man 20 Euro rechnen. Die anderen 15 Euro pro Kind sammeln wir über Spenden, Kleinspenden. Jede Spende zählt. Und wir sind natürlich auch mit Stiftungen in Kontakt und im Grunde auch mit der Politik. Aber bis jetzt gibt es noch kein grünes Licht, dass dieses Projekt zumindest Teil mitfinanziert wird. Lisi, warum ist dir das so wichtig, dass möglichst viele Kinder, möglichst alle Kinder, wenn sie die Schule beginnen, Blockflöte lernen? Scherzhaft könnte man ja auch sagen, du quälst alle Eltern und alle Nachbarn mit dem Gedudel von Kindern. Aber da gibt es einen Sinn. Welchen genau? Wenn man sich die Zahlen anschaut, weiß man, dass im Land Salzburg dank Musikum und dank Privatlehrer nur 25% aller Kinder oder aller Menschen ein Instrument lernen können. Die anderen 75% fallen durch, haben keine Möglichkeit. Und ich finde es so schade, wenn man einen erwachsenen Menschen fragt, na, hast du mein Instrument gelernt? Nein, leider nicht, aber ich wollte so gern. Und das Zweite ist, die Noten, es hat keinen Sinn, Noten zu lernen, das ist ein Strich mit einem Kugel, wenn man keinen Bezug dazu hat. Spürt dabei. Ja, und eben über dieses Instrument einfach einen Zugang zur Musik zu bekommen und vielleicht dann vertiefender mit einem anderen Instrument oder mit der Blockflöte weiterzugehen. Mir hat die Musik das Leben, also mir bereichert die Musik so das Leben und ich glaube fast allen Menschen. Und so ist es ein möglicher Zugang, zumindest mal einen Start zu bekommen. Mhm. Und Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer sehen vielleicht, ui, da ist ein Kind begabt und da könnte man doch fördern. Ja? Also die Blockflöte als Basis für alle weiteren musikalischen Aktivitäten, die ein Mensch dann macht oder eben vielleicht auch nicht. Lisi, dein Konzertprogramm, das du jetzt in der kommenden Saison anbietest, die ja demnächst startet, ist natürlich nicht auf die Blockflöte beschränkt. Im Gegenteil, das lasse ich hier kaum aufzählen, was du alles tust. Ich muss das richtig ablesen. Du konzertierst mit Conchita Wurst, mit Herbert Bixner, diesem wirklich großartigen Akkordeonisten. Du bringst ein Queen-Tribute ins große Festspielhaus. Es gibt Mozart-Konzerte mit Jazz-Kadenzen und auch die Klassiker wie Bruckner, Beethoven, Haydn, Rachmaninow kommen ausführlich zu Wort. Aber worauf freust du dich am meisten und worauf willst du mein Publikum jetzt speziell hinweisen?
Also jetzt ist ja das große Jubiläum, 25 Jahre Philharmonie Salzburg, und da haben wir ein Konzert mit zwei der besten Harfenistinnen der Welt, Two Hip Harps, und da spielen wir ja Musik, Barock, Flamenco, Jazz, auch Tango auf Harfe mit Orchester in der großen Aula am 7. und 8. Oktober. Und das ist ein Projekt, da kommt eine Harfenistin aus Amerika rüber und die Evelyn Huber aus Deutschland, also Deborah Hansen und Evelyn Huber zu ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, und es wird ein Musikfest sondergleichen. Ich freue mich auf ganzen Haufen von Konzerten, die du heuer anbieten wirst. Vielleicht dürfen wir da und dort wieder dabei sein. Aber dieses Konzert und für alle anderen Konzerte gibt es natürlich Karten, die sind nicht geschenkt, aber wie ich finde, zu sehr vernünftigen Preisen. Demnächst geht's los. Ich glaube, Conzita Wurst ist das erste Konzert. Lisi, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio. Wieder einmal war es eine Freude, mit dir zu plaudern, und alles Gute für die kommende Saison. Danke. Zum Abschluss müssen wir aber noch eins spielen. Was nehmen wir denn da? Vielleicht die Fanfare mit schön. Die Festfanfare. Also ich spiele unten, oder? Okay, dann spiele ich oben. Darf ich den Einsatz geben? Mhm. Ausnahmsweise. Nein, ich bin bei dir. Da. Danke, Lisa. Ja, voll nett, super.